Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich habe jetzt mal wirklich geschaut, was ich machen muss, um auf die Lösung zu kommen. Und es war schon doch etwas simpler als, ja, gedacht. Es war tatsächlich, dass man hier das versucht. So. Es ist wirklich sehr, sehr simpel gewesen. Und ich kam einfach nicht drauf. So. Ja, gerade haben wir jetzt Doppeltlaser. Finde ich super. Ah, warte, da haben wir noch nicht ganz richtig. Muss noch ein kleines bisschen mehr in die Richtung. Und dann wird das hier schön dagegen hauen. So. Mehr war das nicht. Und auf diese Lösung kam ich nicht. Obwohl es so simpel war. Oh, eine neue Notiz. Master and perfect the experimental reactors used to power the floating cities. No easy task, but it has been done. In theory. Yet, we do not have the people to construct anything but a basic prototype. It can be built for real, I know it! We just need more people. Okay, den ersten haben wir. Any survivors of the old world. They call it Utopia. Maybe there. So, dann fehlen noch zwei. Können wir da jetzt schon rein? Ich glaube, wir haben irgendwo einen Schlüssel vergessen. Wir gehen dann nochmal rein. Weil wir irgendwo einen Schlüssel übersehen haben. Irgendwo liegt hier ein Schlüssel rum, den ich nicht gesehen habe. Bloß, wo könnte der jetzt rumliegen? Denn den brauchen wir. Sensor, wo könnte der jetzt rumliegen? Hä? Hier können wir auch noch nicht rein. So. Davor habe ich Angst, dass wir da hinkommen. Weil auf Menge machen die schon ordentlich Schaden, diese Viecher. Und diese Rohre, die brauchen 1000 Jahre. Ah, nicht Rohre, diese Ventile. Lass ich mir raten, hier unten sind die wieder. Die Käfer unterwegs. Ich höre dich hier auf jeden Fall immer. Jetzt will ich aber wissen, wo der Schlüssel liegt. Komm. Hier liegt er nicht. Ist der hier irgendwo versteckt? Ja, irgendwo muss er ja sein. Und ohne den kommen wir ja nicht weiter. Hier kann er nicht sein. Doch. Nee, das ist eine Münze. Eine Münze haben wir übersehen. Okay, dann jetzt noch der Raum. Wo könnte jetzt der Schlüssel sein?
Hier nicht. Hier auch nicht. Da sehe ich ihn auch nicht. Der kann dann nur eigentlich wirklich hier irgendwo sein. Nee. Ich habe keine Ahnung. Oder haben wir alle Steuerstäbe? Okay, wir haben alle. Komplett. Manuelles Einsetzen erforderlich. Ja, kann sein, dass wir gleich drauf gehen werden. Super gut möglich, dass wir gleich drauf gehen werden. Und zwar nicht nur einmal. So. Hier nochmal ein Schutzanzug. Oh, nee. Jetzt geht's los mit denen. So, kann ich die irgendwie nach darüber locken? Und dann, also in den Raum hier, dass die mir hinterherkommen? Autsch. Dass die erstmal hier reinkommen. So, erstmal schnell das. Nein, so. Ja, und jetzt? Nee, das hat nicht so funktioniert, wie ich das erhofft hatte. Alter, wie schnell sind die denn? Das sind auf jeden Fall zu viele. Gegen drei von denen. Autsch. So, bitte. Und der hört auf zu existieren. Komm ich da jetzt so ran? Ja. Autsch. Komm. So, jetzt muss ich aber schnell wieder dahin. Schutzanzug. Den ersten haben wir. Bitte hört auf. Nein. Hallo, ich will die Mütze. Lass mich in Ruhe. Alter, wie schnell ich mir auch hinterherlaufe. Okay, jetzt lassen die mich in Ruhe. Wo ist denn der? Da. Komm. So. Ah, okay. Das geht nicht ganz zurück auf Null. Den haben wir. Jetzt fehlt nur noch da hinten das. Autsch. Autsch. Okay, wie viele fehlen noch davon? Müsste maximal nur noch einer sein. So, da ist die Tür. Ach so, ist vorbei. Ja, dann können wir mal das Rohfleisch von denen. Ach, die sind jetzt alle drauf gegangen. Okay, super. Hier läuft aber auch keiner mehr rum davon. Okay, nice.
So, dann haben wir hier noch eine Münze. Nice. Du gefällt mir. Benutzen. Oh, hallo. Good morning. You're not... Oh, I get it. They left me here. Wow. Thanks for waking me up. Long-term cryosleep can result in a number of issues. So, you got room for a bioengineer? I swear, it's actually practical. Great! That's very nice of you. I'll do my best. Errungenschaft freigeschaltet. All on board. Also haben wir jetzt jedes Mitglied freigeschaltet, die wir haben können? Bauplan elektrischer Schmelzer aufnehmen. Was? Elektrischen Schmelzer? Und Utopia. Aber Moment mal, wenn wir das hier jetzt fertig haben. So, dass hier alles weg ist. Dann müssten wir jetzt auch in die anderen Gebiete gehen können. Also diese Rohre, sag ich jetzt mal. Diese Räume. Ich höre hier irgendwo immer noch diese Käfer. Aber egal, wir gehen jetzt hier mal wieder raus. Und wenn wir jetzt schon einen neuen, weiteren Bauplan haben. Und Utopia ist das nächste Gebiet hier. 8586. Bin ich gespannt, was da uns noch erwartet. Aber wenn das jetzt der letzte Charakter ist gewesen, dann bleibt ja nicht mehr viel, was auf uns zukommen wird. Aua. Dann fahren wir da rum. Nee, das war es noch nicht. So, genau hier. Da ist der Eingang. Dann bin ich jetzt gespannt, ob wir da auch rein können. Wie viel Platz haben wir noch mit? Nein, das war jetzt zurück zum Spiel. So. Jo, wir können hier rein. Okay, das ist jetzt super, wenn wir hier jetzt rein können. Aber wir haben den hier schon gelootet. Abgesehen von der Kiste da oben. Hier gibt es sonst nichts. Ja, okay. Den Raum haben wir ja schon komplett selber alles verbraucht, also leer gemacht. Das heißt, ein einziger wird noch, glaube ich, übrig bleiben von den Dingern. So, und dann wollen wir noch ein bisschen was trinken. Suchen wir mal den anderen. Ich habe jetzt aber gedacht, wir würden hier jetzt keine Ahnung wie lange bleiben. Und da kamen wir, also gehen wir mal da. Autsch. Da ist der andere. Jetzt bin ich gespannt, was uns noch hier erwartet, was noch auf uns zukommt. Falls hier noch was auf uns zukommt. So, Punschknopf, wie viel haben wir? Davon 8. Was haben wir da? Kokos und Hähnchen aufnehmen. So, Pilzomelette, Steak mit Marmelade. Hm. Ah, hier haben wir ein Pilzomelette.
So, was können wir eigentlich wegschmeißen von den Dingern? Da weißt du was, wir haben so viel an Essen eigentlich. Wir können das alles mal... Obwohl Kokosnusshähnchen bin ich mir nicht sicher, ob wir das schon haben. Boah, wie viel Titan hier rumliegt. Biokraftstoff, haben wir keinen Platz mehr. Wisst ihr was? Weg mit den Rezepten. Punkt. Fertig. Aus. So. Komm. Dann haben wir hier jetzt, glaube ich, alles. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir noch so einen haben. Hier. Können wir uns mal umsehen. Bestimmt haben wir hier noch einen. Autsch. Ich würde das Ding aber gerne auch mitnehmen. Da gibt es noch irgendwann die Möglichkeit, dass wir... Ja, obwohl das Spiel ist ja schon fertig. Da wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben. Ist ja nur hier. Den waren wir ja gerade drin. Autsch. Ja. Wie man das Ding fährt, müssen wir noch lernen. Muss aber auch schon geradeaus gucken. So. Aber dann können wir jetzt das Ding auch schön ins Wasser fahren. Gleich. Wir haben ja hier schon alles. Vorausgesetzt, wir spinnen unser Schiff. Nicht ganz. Ja, 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 noch ein bisschen. Ja, nice. Da ist unser Schiff. Ab ins Wasser! That's not a boat. Geil. Okay, nice. Ich wusste ja nicht, dass wir dafür auch noch einen Erfolg kriegen. Wo ist Bruce? Da ist Bruce. Hi, Bruce. Komm her. So. Bruce kommt schon wieder. Er beeilt sich sogar. Ja. Dann wären wir wieder hier. Können wir auch erstmal hier alles einlagern. So, was haben wir alles? Was haben wir alles? Hier haben wir nichts. 11 Titanbarren haben wir gerade. Boah, nice. Wir müssen die Dinger aber alle noch voll kriegen. Ja, haben wir nichts für. Hier hätten wir das. Jo, 10 Stück. Können wir das hier wieder hier hinpacken? Das hier hin. Also die hier. So. Das kann hier hin. Der kann hier hin. Achso. Dann nochmal neu sortieren. Ja, Bogen kann auch noch hier hin. Und die kann hier rein. Dann haben wir noch so viel Essen.
um noch was zu lernen. Also da. Und wir müssen hier nochmal. Braucht Wasser. Ja, wir brauchen jetzt auch ganz dringend Wasser. Ganz, ganz dringend Wasser. Wir müssen das da oben noch alles hier vernünftig gießen. Mit Salzwasser können wir das halt nicht gießen. Bevor hier... Wir wollen ja nicht, dass sich hier uns verhungert, verdurstet, wie auch immer. So. Dann schauen wir mal, wie wir hier jetzt wieder uns rausmanövrieren. Vielleicht muss ich den Motor auch anschalten. Damit wir hier erstmal rauskommen. Was? Hat sie ganz komisch gedreht gerade. Mäh. Okay, jetzt ist erstmal die Frage, wie weit müssen wir jetzt da rausfahren, damit wir vorbeikommen, sag ich jetzt mal. Ja, wir gehen erstmal jetzt unser Wasser hier rausnehmen und den hier rein. Ne, nach oben wollen wir. So. Wir wollen ja nicht, dass Hel hier verhungert oder verdurstet. Ja, du bist nett, ne? Boah, wenn die das erfährt, die köpft mich. Dass ich die Ziege nach ihr benannt habe. Also, wir wollten noch was lernen. Wir haben hier was zum Lernen. Wollen wir den auch noch einsortieren? Elektrischer Schmelzer. Wir das auch noch mal endlich einsortieren. Hier, wo war denn das? Hier war voll. Hier. Und wir haben hier eigentlich noch einiges zu bauen. Und hier unten haben wir noch lange nicht fertig. Wir müssen endlich mal wieder Ressourcen sammeln gehen. So. Und die hier auch noch. Mit dem Färben müssen wir fertig werden. Irgendwann. So, wie sieht es jetzt da oben aus? Ah, wir haben die Insel schon verlassen. Gut. So, da können wir jetzt erstmal mit dem Strom gehen wieder. Nee, doch nicht. Wir sind hier immer noch nicht weg. Alter. Ich glaube wirklich, wir sind hier in der Antarktis, was davon noch übrig geblieben ist. Man muss aber auch sagen, es ist hier auch verdammt nochmal riesig. Was sind das da? Achso, das ist ein Fass, das da drunter durchguckt. So. Die nächste Insel wäre 86. Und dann 6. Okay, das wäre so oder so auf dem Weg mit der Strömung. Das heißt, wir kommen eh nicht dran vorbei. Aber ich hatte jetzt eigentlich geplant gehabt, dass wir uns jetzt erstmal nur noch auf den Schiffsbau hier konzentrieren. Und dass wir hier vielleicht öfters mal wieder vorbeikommen.
Okay, jetzt erstmal schön durch die Eiskappen hier manövrieren. Aber so viel Titan wie hier ist, kommen wir definitiv nochmal wieder. Ich hoffe nur, dass das auch wieder respawnt. Alter, was soll das denn da jetzt? Vorne schon wieder. Ich glaube, hier komme ich nicht mehr raus. Ich glaube, hier stecke ich jetzt fest. Hier komme ich nicht mehr raus. Zumindest nicht mehr lebend. Noch ein bisschen nach links. Wir werden hier aufklatschen, oder? Ich sehe es gerade gar nicht. Aber anscheinend sind wir doch noch glatt dran vorbei. So, dann hier nochmal. Ich hoffe, wir kommen hier noch irgendwie raus. Aber das ist ja... Hier, das da. Das ist... Da sind wir gerade. Oder das da. Kann auch sein. Ich glaube ja... Entweder die Arktis oder die Antarktis. So. Einmal hier jetzt nochmal manövrieren. Die konsumiert erstmal schön ihren Gras da. Jetzt brauchen wir schnell wieder das Wasser von hier unten. So. Müssen selber auch nochmal was trinken. Alter. Wir kommen hier nicht mehr raus. Hier kommen wir nicht raus. Versucht trotzdem mal darum. Dass wir dazwischen erstmal irgendwie lenken. Ich hoffe, das schaffen wir, dass wir hier auch noch rauskommen. Ich bitte drum auf jeden Fall. Yo, ich find's heftig, wie viele Eisdinger da sind. So, ich will jetzt wieder in die Strömung, bitte. Aber ich will hier auch raus. Ich glaube, wir haben das Ding jetzt einmal komplett umrundet, oder? Raus sind wir nicht. Wir sind jetzt einfach nur drumherum geflippert, glaube ich. Ja, jetzt stoßen wir erstmal hier gegen. Nö, nicht ganz. Berührt ja, aber... Obwohl, warte, sieht so aus, als würden wir jetzt hier rauskommen. Jo, hier ist auch noch so ein Eingang. Ja, dann haben wir es geschafft. Können wir den Motor ausschalten? Und was sagt der hier?
Ja, wir haben gleich da hinten auch noch eine Insel. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.